Oh Gott, Nils, Alter, was hast du mir denn da schon wieder für so ein Opfer gegeben? Ja gut, hol ich jetzt ein paar Bars raus. Aber ich hab mir jetzt nicht wirklich Mühe gegeben, kein Bock, okay. Dicker, lass mich dir raten, lass die Finger von Rap. Du denkst, du könntest double timen, doch das ist ziemlich wack. Scheiß mal auf Technik, denn mich wegzuficken ist wie ein kleines Kind, das an Schnullern leckt. Ziemlich easy und ungehemmt. Kettenreim-Massaker solltet ihr nicht erwarten. Er muss Heineo warten, tritt ihm ins Gesicht und vergrab ihm im Garten. Locker flockig mit nem Schmarten. Dicker, du bist wohl der nächste Jay-Z. Doch erklär mal bitte, wie kann so etwas Wackes überleben, wenn selbst dein Kindergartenleiter Hate schiebt. Dir mein Gesicht zu zeigen, würde sich gar nicht lohnen. Warum? Weil zwischen Schichtarbeit und Pause ist die Zeitspanne nicht wirklich groß. Dicker, du bekommst deine Sachen doch von der Kinderhilfe gestellt. Anders kann ich's mir nicht erklären. Warum sonst hast du AIDS? AIDS, weil du schwarz bist? Ja, AIDS, weil du schwarz bist. Und ich hoffe, dass Battle Rap dich noch hart fickt. Dicker, dein Vorbild ist doch sicherlich Nelson Mandela, obwohl du weißt nicht mehr, wer das war. Dicker, dich zu ficken überlasse ich jemand anderen. Ah. Ja, das war meine Runde. Ist mir auch scheißegal, ob sie euch gefallen hat oder nicht. Ah, jetzt muss ich noch. Ja, gut. Ne? Ach so, und hier, ne? Im Finale gegen TK. Der Junge hat was echt Geiles auf dem Lager, ne?